Waschen, legen, föhnen, meine Damen und Herren, das gibt es nicht im Weinberg, aber schneiden. Und wie wir sehen, hat die Septembersonne diesen Regenttrauben. Das Ganze ist übrigens die Traube, das Einzelne sind die Beeren, habe ich gerade erst gelernt, sehr, sehr gut getan. Das heißt, wir dürfen ernten, noch nicht für den richtigen Rotwein, sondern für den Federweiser und der heißt bei den Rotweinen Roter Rauscher. Das kann ja was werden, nicht? Wollen wir mal gucken, ob wir diese Dreharbeiten in Ordnung und Ruhe und mit aufrechtem Gang beenden werden. Da hängt sie nun, die Bescherung eines sonnigen Sommers. Vier Zeilen, also vier Weinstockreihen, wollen wir heute für den Roten Rauscher abernten. Da reicht es, wenn ein Teil der Winzerfamilie Wagner in die Weinberge zieht, den Uropa eingeschlossen. Bei den Wagners wird mit der Hand gelesen. Das Einzige, was diese Ernte von ganz früheren Zeiten unterscheidet, ist der Traktor mit Anhänger. In steileren Lagen muss immer noch der Träger mit Holzbutte in den Hang steigen. Was mir hier, meine Damen und Herren, bei der Weinlese natürlich auffällt, ist, dass der Mensch an und für sich für die Weinlese nicht geeignet ist. Eigentlich müsste man ungefähr die Körpergröße von 1,20 Meter bis 95 cm haben, um idealerweise hier dran zu kommen. Andreas Wagner, tut abends das Kreuz schon mal weh? Das Kreuz tut schon mal weh und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich nicht 1,20 groß bin. Das ist natürlich auch richtig. Worüber unterhält man sich bei der Lese? Über alles Mögliche, über Gott und die Welt, aber meistens steht dann doch der Wein im Mittelpunkt und vor allem der neue Weinjahrgang, welche Arbeitsschritte als nächstes dran sind und so weiter. Also wirklich wird gefachsimpelt? Es wird gefachsimpelt und es wird geplant, wie die nächsten Tage so weitergehen. Probiert man auch mal? Man probiert auf jeden Fall. Wir müssen ja wissen, wie gut und wie reif die Trauben sind. Und die sind sogar süß. Süß, ne? Finde ich auch. Jetzt habe ich Kerne im Mund. Also allein vom Probieren kann der erfahrene Winzer sagen, wie es um seine Trauben bestellt ist. Es gibt natürlich auch noch wissenschaftlich exakte Methoden, den Zucker in der Beere zu bestimmen. Die kann man übrigens essen, aber es sind doch Weintrauben. Die Essweintrauben beim Obsthändler würden keinen gescheiten Wein zustande bringen. Von der heutigen Lese könnte man zwar schon Wein machen, aber der Kellermeister meint, da geht noch was. Wenn wir uns jetzt mal die Trauben hier anschauen, das sind ja jetzt wunderschöne Regenttrauben. Da wird aber noch kein richtiger Rotwein draus gemacht, sondern eine Art Federweißer. Roter Rauscher. Hört sich ja gefährlich an. Ja, ja, nee, es ist auch ein gefährliches Getränk, ohne Frage, direkt in der Gärung. Für den Wein warten wir einfach noch ein bisschen länger, weil im Moment haben wir ein super Wetter und man versucht jeden Tag da auszuloten. Und insofern warten wir da schon noch ein paar Tage, bis irgendwann die Prognosen vielleicht auch ein bisschen schlechter werden. Okay, man zockt da schon so ein bisschen, oder? Ja, für einen guten Wein. Guter Wein ist wie Sport. Man muss bis aufs Letzte gehen, man muss auch mal was riskieren. Und insofern versucht man da natürlich jeden Sonntag da auch noch auszudutzen. Und im Moment sieht's gut aus, die Prognosen für die nächsten Tage sind gut und wir hoffen natürlich auch auf den goldenen Oktober. Gerade mal 2 Stunden hat's gedauert, da haben wir mit 6 Leuten 500 Kilogramm Trauben gelesen. Rheinhessen ist das größte Weinbaugebiet Deutschlands. Doch der Wein kommt aus dem Süden. Vor 1600 Jahren sind es wieder mal die alten Griechen gewesen, die den Wein systematisch anbauten. Doch älteste Hinweise lassen vermuten, dass bereits 6000 Jahre vor Christus der Wein bekannt war. Das Weingut Wagner hat auch eine stolze Historie. 300 Jahre bauen die Wagners nun schon Wein an. Doch heute setzt man auf den guten Ruf der Direktvermarktung. Von der Rebe bis in die Flasche alles aus einer Winzerhand. Doch bis der Wein über den Tresen des eigenen Weinguts gehen kann, dauert es seine Zeit. Keltern, erwärmen, pressen, lagern und natürlich gären. Die roten Trauben unseres roten Rauschers erleben hier übrigens was, was normalerweise nur weißen Trauben vorbehalten ist. Sie werden direkt nach der Lese gekeltert, also entsaftet. Noch rauscht er nicht, der rote Rauscher, noch tröpfelt er ganz ordentlich, denn das ist jetzt der Traubensaft, der hier oben aus der Presse allein durch das Gewicht der Trauben runter sickert und tröpfelt. Ulrich, aber dieser rote Rauscher ist jetzt auf einem guten Weg? Der ist auf einem guten Weg. Wichtig ist, dass man eben schnell arbeitet, dass die Trauben schnell verarbeitet werden, sodass eben keinerlei Aroma verloren geht auf dem Weg zum Weinberg. Dann in die Presse. Okay. Und das Spannende bei dem Wein ist, das wusste ich vorher gar nicht, der fängt von alleine an zu gären. Da muss man jetzt gar nicht die Schaufel mit Hefe nehmen und da reinschmeißen. Nee, also es ist ja auch immer eine natürliche Hefeflora im Wein drin oder in den Trauben mit drin, die eben jetzt im Keller aktiviert wird. Aha. Das heißt, es dauert ein paar Tage und dann fängt er eben von alleine an zu gären. Da kann ihm nun keiner bei helfen, das tut der Wein dann auch allein. Zeit für die Großfamilie, sich mit ihren 4 Generationen an den Mittagstisch zu setzen, der hier schon bankettartige Ausmaße annimmt. Generation 4 ist 4-mal am Tisch vertreten. Es wäre also für die Fortführung der Wagnerschen Weintradition vorgesorgt. Statt der Patchwork die Großfamilie und alles relativ harmonisch. Vielleicht liegt's ja am Wein.